So Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, ihr seid auch heute wieder auf ein neues gewappnet. Ich darf euch auf jeden Fall, auch wenn es offen gesagt gar nicht angedacht war, mal auf ein neues begrüßen und das sogar aus einem Publikumsfavoriten. Der Weg führte nach einer misslungenen Big Bear Session, nämlich wieder zum Hause Push Gaming, genau genommen zu Big Bamboo, den Slot, der eigentlich keiner Einführung bedarf. Wir gehen einfach ohne lange rumzufackeln, gleich ans Eingemachte. Ich meine, wir stehen nicht des Juxes wegen 70.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Guthaben probieren wir uns natürlich an ein paar Big Bamboo freispielen. Drückt mir also gefälligst die Daumen, hoffentlich findet das Glück mal wieder seinen Weg zu mir. Ich starte auf jeden Fall mal mit einem etwas kleineren Bonus. Ich beginne mal mit einem 6.000 Euro Bonus. Je nach Lauf der Dinge probiere ich mich zu Ende. Vielleicht dann an ein paar größeren Bonus-Buys oder eben auch nicht. Wobei ich ganz offen gesagt zu den Gambles tendiere. Ich finde die fast schon am interessantesten. Ob das gut oder schlecht ist, liegt in euren Ermessen. Ich hoffe einfach mal auf eine gute RTP. In den letzten Wochen und Monaten bin ich echt katastrophal gefallen. Da wird mir ein theoretischer 50.000 x Big Bamboo Hit schon ganz gut weiterhelfen. Wobei das, wie gehabt, halt immer utopisches Denken ist. In den meisten Fällen kriegt man nichts. Und genau so wird es heute wahrscheinlich auch wieder laufen, trotzdem gehen wir das mal so optimistisch wie nur eben möglich an. Ich hoffe einfach auf ein paar Mystery Symbols, vielleicht auf ein, zwei Tausender Münzen und auf ein wenig Spaß. Das wäre mir selbst schon am wichtigsten, denn bei den letzten Sessions ging mir der Spaß irgendwie schon ein wenig ab. Natürlich steht der Spaß immer in einer gewissen Korrelation zu einem Gewinn. Es muss jetzt aber nicht zwingend mit einem Gewinn in Verbindung stehen. Ich habe auch schon bei einer Achterbahn Spaß, ich muss nicht mal unbedingt mit Profit rausgehen. Ich hasse es einfach, wenn ich ja kontinuierlich immer und immer wieder verliere. Da hat man einfach keinen Spaß dran und genau auf sowas hoffe ich heute mal nicht. Ich meine, der erste Bonus war ganz offen gesagt nicht der beste. Deswegen verdoppeln wir mal auf 12. Je nach Ergebnis des Bonuses gehen wir nachher vielleicht sogar gleich auf einen größeren Bonus oder eben auch nicht. Ich hoffe einfach mal auf ein etwas besseres Resultat. Der erste Bonus war einsatzmäßig ja wirklich ein Desaster. Vielleicht ist der zweite mal ein bisschen besser. Wir fragen es eh. Ich werde mich auf jeden Fall auch ein bisschen zurückhalten. Ich möchte euch nicht immer die gleiche Leier vorhalten. Wir spekulieren einfach wie gehabt auf ein paar gute Gewinne. Mit Pumbas, Pandas oder Top-Symbols wäre das in der Theorie möglich. So wie es aussieht, unterscheidet sich die Theorie aber noch von unserer eigenen Erfahrung. Bei uns ist nämlich das zweite Feature auch nicht gerade das beste. Es ist zwar besser als das erste, trotzdem verliere ich halt 10.000 Dollar bzw. Euro. Und da das eben der Fall war und ich ohnehin ein paar größere Freispiele kaufen möchte, gehen wir gleich mal auf einen 30er. Das ist in Betracht des Guthabens eine Menge. 8 Spins sind mir da nicht allzu recht. Aber selbst mit denen könnte man was gewinnen. Wobei hier halt ein paar Mystery Symbols kommen müssten, speziell ein paar 100er Münzen wären mir mega recht, sonst einfach mal ein paar Pandas oder irgendwelche Verbindungen. Ich meine, selbst diese Affenverbindung ist an sich okay, das ist zwar kein Profitbonus, also noch lang nicht, sind aber auch so mal mindestens 10.000 Euro, 30% Cashback, damit ist der Bonus schon besser als ja die beiden zuvor. Mit Mystery Drops sind wir hier gut gefahren. So riecht es leider stark nach dem nächsten Minusbonus, geschweige denn es kommt Pumba oder halt der Affe. Beides wäre gut gewesen. Gekommen ist nichts. Und kommen tut auch nichts im letzten Spin. Aus den 60, die ich hatte, wurden binnen kürzester Zeit 30. Vielleicht werden sie ja nicht gleich 0. 9 Spins sind auf jeden Fall besser als 8. Daumen drücken ist
auch angesagt, sonst wird das ein richtig kurzes und nicht allzu ansehnliches Video. Es ist ohnehin schon mehr als traurig, dass sich meine Lost Streak so hartnäckig hält. 4 Minus-Features in Folge bräuchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt. Doch wenn ich die nicht brauche, kommen die wahrscheinlich wieder. Es ist witzlos, ich krieg hier nichts. Einfach nichts. Eine 100er Münze. Oder extra Spins. 3 vielleicht. Einer ist besser als keiner. Mehr wäre mir doch recht gewesen. Sonst halt typisch bronzene Münzen, man kennt's. Bekommen hier 4000 Euro Cashback und ein extra Spin. Da gäbe es schon Schlechteres. So wie es jetzt läuft und aussieht, wird es mit einer guten Session aber eh nichts. Ich krieg hier noch eine Chance auf einen Break-Even, vielleicht mit ein paar guten Münzen. Oder einen Collect. Sonst findet man Gejammer offenbar nie ein Ende. Es werden eh sicher nur bronzene Münzen, wollte ich eigentlich sagen. So ist es eh schon verkraftbar. Profitabel sind wir aber auch so nicht. Ich habe 30 bezahlt, ich bekomme 27 zurück. Das ist schwierig. Und da das schwierig ist, kaufen wir uns nicht gleich einen Bonus. Ich drücke einfach mal ein paar 200 Euro Spins durch. Der Spinter-Bonus hätte natürlich einen ganz anderen Geschmack. Über 30 passt prinzipiell auch, dann kaufen wir uns noch ein 30.000 Euro Feature. Weil ich schon ganz gerne mal gamblen würde. Die Gambles gehen meist aber eh in die Hose, deswegen. Wenn wir es halt regulär probieren. Ich das Guthaben jetzt natürlich knapp unterschritten habe, oder? Ich jetzt verschlafen. Ja, das ist ja klar. Ich habe mir jetzt auch schnell meine Rakeback abholen können. Damit habe ich jetzt nicht so schnell gerechnet. Das ist also etwas unnötig. Ja. Sei es drum, vielleicht ist es ein Zeichen Gottes, ein Bonus könnte ja auch so kommen. Sonst gehen wir einfach mal ein bisschen weiter runter. Weil mindestens solange es mich nicht austimt, das könnte jetzt gut sein mit ein paar Münzen. Eine nette 10er Münze wäre ganz gut, kommt nicht, so sind es 2000 Euro. Wir hatten nicht mal einen Bait auf dem Bonus. Man könnte hier ja auch 3 Scatter kriegen und dann auch so noch einen Bait. Offenbar wird es aber nicht sein. Also gehen wir auf 18 runter, dann gambeln wir einmal auf den Top-Bonus und dann lassen wir es. Oder wir gewinnen jetzt einfach ein bisschen was, ein paar Münzen hätten wir frei. Wenn es nicht alles Bronzene sind, passt es eh schon. Ein Collector wäre mir recht, ein Multi ist mir auch nicht unrecht. Collector ist mir lieber. Das ist eigentlich ein ganz ansehnlicher Spin mit 2 Multis. Ist das ja gar nicht mal so schlecht. Es sind so mal 18.000 Euro. Ein extra Faktor wäre jetzt traumhaft, ein extra Collector ist besser. Ich jetzt keine Scatterblocks bekommen, passt es für mich noch deutlich besser, wobei das ja ein Bonus-Bait ist. Ungeachtet dessen ist es ein Recollect, es passt prinzipiell. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Scatter nimmt oder ob die bleiben. So wie es aussieht, bleiben die. Das auch ohne Respin. Schade. Aber auch so nicht mega schlecht. Wobei, es ist sogar ein Respin. Und diesmal kommt der Bonus. Okay.
Okay, vielleicht habe ich zu früh gesprochen, also früh gesumst. Ich krieg hier mal einen 40.000 Euro Hit und einen Bonus, der theoretisch gesehen ja auch 20 wert ist. Gambeln werde ich trotzdem. Jetzt 10 Gold. Könnte Gold sein. Red passt auch. Das nehme ich mit. Dann wird es recht sicher ein profitabler Abstecher. So recht sicher. Ich habe hier einen 40.000 Euro Bonus in der Hand. Ich habe schon mal einen 40.000 Euro Gewinn in petto. Extra Scatter nehme ich nicht ungern mit. Mini-Tumble ist mir auch nicht unrecht. Ein Drop in den nächsten paar Spins. Es kommen gleich zwei. Und nochmal ein paar Münzen. Leider triggern die jetzt noch auf den schlechteren Multi. Extra Scatter können aber auch gern jetzt noch kommen. Komm, noch ein Scatter. Noch eins. Okay, ich bräuchte jetzt noch ein Scatter. In 10 Spins. Oder halt in 9 Spins. Das sollte eigentlich drin sein. Außer ich fahre jetzt katastrophal, aber davon müssen wir ja gar nicht ausgehen. Mit einem Scatter Drop jetzt, wenn wir im Geschäft, sonst eine Tausender Münze. Oder einen Collect Multis Faktoren. Voll Bronze. Geht besser. Das sind 32.000 Euro. Ich hatte das gerade gar nicht so im Blick. Mit einem Retrigger wären wir komplett im Geschäft. Wobei der, so wie ich Big Bamboo und Push Gaming kennen, nicht kommen wird. Ich werde halt um 1 Getter gebaitet. Genau bei dem Bribes wahrscheinlich auch. Das zählt als Getter, oder? Wenn ich mich richtig gesehen, zählt das als Getter. Das heißt, wir sind in der Final Stage. Wir haben einen Collector. Vielleicht noch ein Scatter, noch mehr Spins. Plus zwei, zweimal. Okay. Okay. Tausender Münze Bait. Das ist. Auch wenn man die Eni kriegt, halt immer ein kompletter Mindfuck. Das wären jetzt 1 Million Euro gewesen bei einem Hit. So sind's. 32.000, auch nicht schlecht, klar. Aber trotzdem. Jetzt Panda. Einfach Panda all the way. Komm. Bitte. Pumba. Ist aber auch so nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein profitables Video, und das, obwohl es nicht wirklich danach aussah. Ist wieder eine Line oder zwei Lines. Bambo ist immer noch mal recht gewesen, aber auch so lässt sich's leben. Es war ein Spin, Leute. Ein Spin. Vielleicht sogar mein bis dato bester Spin-Hit. Ich werde es damit auf jeden Fall belassen. Es gibt jetzt keinen Grund weiterzumachen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Sofern es der Fall war, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielleicht knacken wir ja mal die 1000 Likes. Das wäre bei so einem Video gar nicht mal so schlecht. Sonst hätte ich als Anreiz hier auch noch ein Gewinnspiel am Laufen. Ich verlos 3000 Euro an einen glücklichen Gewinner. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es abchecken. Meines Wissens nach läuft das Gewinnspiel noch ein paar Tage. Die Chancen sind natürlich nicht die besten. Vielleicht seid aber ihr zu guter Letzt der Glückliche. Sonst sehen wir uns die Tage wieder. Cheers!